Zum Werkstor hinaus geht die Fahrt Richtung Gottwaldo. Gottwaldo in der Tschechoslowakei, auch Slim genannt, direkt auf dem Platz, wo die Fahrzeuge der Fahrer untergebracht sind und all die Renndienstwagen der Firmen stehen, wo all das viele Material gelagert wird, das nun einmal zu einer solchen Fahrt gehört. Und nun ein Blick in einen Renndienstwagen mit all den erforderlichen Einrichtungen wie elektrische Bohrmaschinen, Schweißapparate mit ganzen Ersatzmotoren, die natürlich nur vor der Fahrt gewechselt werden dürfen. Emsiges Treiben an den Maschinen, jeder bereitet noch einmal seinen ganzen Apparat vor, untersucht jede Schraube, untersucht jede Lötstelle. Noch einmal ein Blick in den Renndienstwagen, im Vordergrund einen ganzen Satz Geländereifen. Bei dem schweren Gelände verwendet man natürlich nur sehr grobstollige Reifen. Und hier wird Benzin geredet, es wird fachgesimpelt und noch hat man Zeit. Und diese Zeit wird natürlich genutzt, denn bei der Fahrt ist es dann zu spät. Da kann unter Umständen eine Kleinigkeit zum Ausfall führen. Außer den Fahrern sind natürlich auch viele Schlachtenbummler unterwegs. Hier nochmal das Montieren an den Maschinen. Sogar gezeichnet werden die Maschinen. Eine tschechische Journalistin im Hintergrund und hier ein Journalist, der fotografiert, denn hier kann er all die Schnappschüsse machen und die Unterlagen sammeln, die er später für seine technischen Berichte braucht. Und nun sind wir schon am Start zum ersten Fahrtag. Jeder Morgen beginnt mit einer Startprüfung. Die Maschine muss innerhalb einer Minute angesprungen sein und mit dem Fahrer natürlich eine bestimmte Strecke durchfahren haben, sonst gibt es bereits Strafpunkte. Hier Rudi Seltsam mit seinem Fahrer. Ein Tritt auf die Maschine, alles in bester Ruhe, man steigt auf und schon geht's los. Gut Holz und schon sind wir mittendrin im schwersten Gelände. Eine Wasserdurchfahrt, man sieht die Zuschauermassen, die rechts und links am Ufer lagern und nun mehr oder weniger fachkundig jeden Fahrer zuschauen, wie jeder nun versucht, mit einem speziellen, mit einem eigenen Stil, diese Wasserdurchfahrt zu meistern. Die einen machen es mit Schwung und die anderen machen es lieber etwas vorsichtiger, weil sie sich sagen, 6 Tage sind sehr lang und da kann allerlei passieren. Oh, da ist einer gestürzt. Ich glaube, das war ein deutscher Fahrer. Ja, es war ein deutscher Fahrer, der sich das Bein gebrochen hat. Es sieht jetzt noch etwas sehr schlimm aus. Er wird abtransportiert von den Sanitäterinnen. In diesem Zusammenhang muss man wirklich sagen, dass der tschechische Sanitätsdienst ausgezeichnet funktioniert. Denn man muss sich mal vorstellen, was es heißt, von diesen schwierigen Geländestücken nun einen verunglückten Fahrer bis zum Abtransport zu transportieren. Und wenn man weiß, dass die Tschechen 3714 Pflegerinnen, also Sanitäterinnen, 120 Sanitätswagen und 78 Ärzte eingesetzt hatten, dann muss man wirklich einsehen, dass sie alles getan haben, um bei Unfällen, die nun einmal bei einem so harten Sport nicht zu vermeiden sind, gleich helfen zu können.